وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيسعدني أن أتشرف بكم وأن أرحب بكم باسم جمعيتنا ويسعدني أن أجلس جنب الشيخ الطيب الشيخ آمين المتواضع ولا أزكي على الله وطلب مني أن لا ألوي عنقه فأرفق به إن شاء الله also im Namen von dem Verein, von unserem Verein heiße ich euch herzlich willkommen also herzlich willkommen Möge Allah euch segnen, möge Allah unseren netten Sheikh Amin auch segnen und Sheikh Nail auch, Barakallahu fikum, Barakallahu fihim auch. Möge Allah solche Sitzungen segnen. Und das Thema hat mir sehr gut gefallen, was die Brüder ausgesucht haben, und zwar die Sunna. Kein Islam ohne Sunna. Genau das brauchen wir in einer Zeit, wo sehr viele Erneuerungen Möge Allah Azza wa Jal uns helfen, dass wir genau nach seinem Vers, nach den Schritten von Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zu gehen. Ich will euch nicht lange aufhalten, der Bruder hat bestimmt eine Menge zu sagen. Also ich werde nur kurz sagen, die Sunna ist sehr wichtig und keine Tat ist angenommen, bis sie die zwei Bedingungen Al-Ikhlas und Al-Ittiba' die Aufrichtigkeit und die Befolgung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsere Liebe ist nicht richtig, bis wir die Schritte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, bis wir die Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen, wie Allah azza wa jalla gesagt in Surat Al-Imran: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Und daher finde ich das Thema sehr wichtig, aber es ist auch sehr wichtig für uns zu wissen, wie unterscheiden sich die Leute von Sunna von Leuten von Al-Bid'ah? Was ist der Manhaj von Al-Sunna? Was ist die Sunna allgemein? All diese Fragen und noch mehr werden die Brüder bei Allah euch und uns allen beibringen. Möge Allah euch segnen. Amen. Und möge Allah die Brüder segnen. Und ich will euch nicht lange aufhalten. Barakallahu fikum und herzlich willkommen bei euch. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, aufrichtig zu sein in all unseren Aussagen und Taten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, unser Herr, uns recht leiten, das Richtige zu hören und dem auch entsprechend zu folgen.
Und ich möchte mich auch bei Sheikh Sa'id Hafizahullah entschuldigen, dass ich in seiner Gegenwart jetzt einen Vortrag halte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn für seine Demut reichlich belohnen. Liebe Geschwister, es freut mich, euch zu sehen, mashallah. Ja, lichterne Gesichter, Allahumma barik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, so wie er euch hier versammelt hat, möge er uns alle zusammen versammeln mit unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in den höchsten Stufen des Paradieses Al-Firdaus Al-A'la. Das Thema, wie Sheikh Sa'id Hafizahullah sagte, ist ein sehr wichtiges Thema, besonders in unserer heutigen Zeit. In einer Zeit, in der man leichtfertig mit der Sunna umgeht und in der einige auch den Rückwärtsgang eingeschaltet haben, in Sachen Befolgung der Sunna, Festhalten an der Sunna. Und das ist normal, denn in die höchsten Stufen des Paradieses und um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu folgen, bedarf es Ausdauer in der Befolgung der Sunna. Es ist nicht damit getan, eine Woche den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu folgen oder einen Monat oder nur in guten Zeiten, wenn man nicht als Muslim oder als jemand, der der Sunna folgt, erkannt wird und dann vielleicht Schwierigkeiten bekommt auf dem Arbeitsplatz oder auf der Schule oder sogar auf der Straße. Wenn alles in Ordnung ist, dann folgen alle der Sunna. Aber sobald die Prüfung kommt, um zu unterscheiden, in welcher Liga du spielst, dann gibt es viele, die bleiben doch lieber mit den Amateuren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen auf dem Wege unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Sahaba, liebe Geschwister, das, was sie ausgemacht hat, war das blinde Folgen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das blinde Folgen des Propheten alaihi salatu wa sallam. Auch wenn sie noch nicht etwas mitbekommen haben, wenn sie es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben, dann haben sie gesagt, es ist so. Wie die bekannte Geschichte Al-Isra wal-Mi'raj, als sich die Polytheisten lustig gemacht haben, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt hat, er sei in einer Nacht von Mekka nach, wohin? Al-Quds heißt die Stadt. Nach Al-Quds gewandert ist. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu sagte, wenn er es gesagt hat, dann hat er es auch getan. Er hat nicht erst nachgefragt. Wie viele von uns, liebe Geschwister, haben die Einstellung, dass sie 2 Sekunden oder 1 Millisekunde erstmal gezuckt hätten? Geht das? Okay, ja, ich glaube. Wie viele sind nicht so, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam blind folgen. Blind folgen heißt nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten. Wir folgen dem Propheten alaihi salatu wa sallam, weil wir unseren Verstand eingeschaltet haben. Denn wenn dein Arzt, möge Allah uns alle heilen, wenn er dir sagt, wir müssen die Leber rausnehmen und dann wieder reinnehmen und dann müssen wir sie in irgendeine Lösung reinstellen und so weiter und dann vielleicht noch die Niere und so weiter und du wirst 3 Liter Blut verlieren, aber keine Angst und so weiter. Vielleicht kannst du vieles nicht nachvollziehen. Aber wenn er dir sagt, hören Sie mal zu, das ist die einzige Lösung, Sie müssen in den OP sein. Folgst du diesem Arzt blind oder nicht? Oder sagst du, Sekunde mal, ich gehe jetzt erstmal 6 Jahre Medizin studieren und mache dann die Facharztausbildung nochmal 4 Jahre. Und wenn ich nachvollziehe jeden einzelnen Schritt, den sie machen, dann dürfen sie gerne die OP machen, oder dann stirbst du, wenn Allah es vorgeschrieben hat. Das heißt, wenn du deinen Verstand einschaltest, und zwar für einen kurzen Moment, und zwar indem du weißt, dieser Arzt hat Eigenschaften, die ihn dazu führen und die ihn veranlassen, diesen Beruf auszuüben. Er hat Wissen, er hat Fähigkeit, er hat
alles Mögliche, was er dafür bedarf, dann brauche ich die Details nicht mehr. Ich muss nicht wissen, wie jede Zelle in meinem Körper aufgebaut wurde. Ich muss sie nicht aufzeichnen können, damit ich dem Arzt vertraue. Es reicht, wenn ich weiß, da steht Dr. Med. Und wenn ich weiß, mein geliebter Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ich das nicht weiß, warum sitze ich dann hier? Aber wenn ich das weiß, dass der geliebte Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, die Offenbarung erhält von Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Und er redet nicht aus eigener Neigung, vielmehr ist es eine Offenbarung, die er erhalten hat. Wenn wir das wissen, dann folge ich ihm im restlichen Leben, also in allen Aspekten, weil ich weiß, er ist derjenige, der darüber Bescheid weiß. Daher, liebe Geschwister, wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Der Titel dieses Seminars heißt »Kein Islam ohne Sunna«. Vielleicht könnte man noch einen anderen Titel hinzufügen. Wie stellen wir eine Generation her der Sunna? Das ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Jeder, der hier sitzt oder der hört, muss verstehen, dass er eine Aufgabe auf dieser Welt hat. Und diese Aufgabe ist, einen Beitrag zu leisten, damit die Menschheit nach vorne kommt. Und die Menschheit kommt erst dann nach vorne, wenn wir uns verhalten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich verhalten hat. Der Prophet alaihi salatu wasallam, eines der Beweise seines Prophetentums, dass er Prophet ist, ist die Tatsache, dass er Vorbild in allen Lebensbereichen ist. Sowas bekommt ein normaler Mensch nicht gebacken. Sagt er das dir? Auf jeden Fall, es gibt viele Menschen, die sind Vorbilder in Politik, im Fußball, beim Kochen, in vielen Bereichen. Wenn du mal so ein Vorbild, und die Leute schreiben ja Biografien, weil sie denken, hört mal zu, ihr müsst unbedingt meine Geschichte, meine Lebensgeschichte lernen, weil darin steckt viel Erfahrung. Deswegen schreiben sie Biografien. Aber wenn du jetzt eine Biografie hast von irgendeiner Person in Politik, im Journalismus, im Sport, ist diese Person auch Vorbild als Vater und Vorbild als Ehemann und Vorbild als Sohn und Vorbild als Nachbar und Vorbild, wenn er sauer ist, und Vorbild, wenn er fröhlich ist, und Vorbild, wenn er traurig ist, und Vorbild, wenn er krank ist, und Vorbild, wenn er gesund ist? Natürlich nicht. Aber Rasul alayhi salatu wassalam ist Vorbild in allen möglichen Lebensweisen. Das kann nur ein Prophet. So was kann nur ein Prophet. Es gibt keinen Menschen, der Vorbild in allem ist. Wenn er ein guter Vater ist, dann war er vielleicht ein schlechter Ehemann. Wenn er ein guter Vater und ein guter Ehemann ist, dann war er vielleicht ein schlechter Sohn. Wenn er ein guter Vater, ein guter Ehemann und ein guter Sohn war, dann war er vielleicht ein schlechter Mitarbeiter. Und so weiter und so fort. Der vollkommenste Mensch war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen, liebe Geschwister, all diejenigen, ob Muslime oder Nicht-Muslime, die Vorurteile haben über den Islam. Warum gibt es Vorurteile gegenüber dem Islam? Ganz einfach, weil sie uns gesehen haben und nicht den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. So einfach ist das. Weil es zu wenige gibt, die versuchen, so gut wie möglich in allen Lebensbereichen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Wir begnügen uns beim Gebet. Bitte 2 Millimeter noch höher, 2 Millimeter noch rechts und so weiter und so fort. Natürlich sollst du der Sunna folgen im Gebet. Aber bitte nicht so perfekt beten wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und dann nach dem Gebet der Sunna widersprechen, sobald du Worte aus deinem Mund bekommst, sobald du sprichst,
Sobald du mit den Menschen einen Umgang hast, dann wird gelogen, dann wird gelästert, dann wird unvertrauenswürdig sich verhalten. Dass diese Generation, liebe Geschwister, darf nicht sein. Und jeder von uns muss einen Thermometer in sein Herz stecken. Dieser Thermometer ist nicht nach Grad Celsius oder Fahrenheit, sondern nach Sunna. Wie viel Sunna ist in dir drin? Wie viel Prozent? Aus wie viel Prozent Sunna bestehst du? Ich habe einen Bart, Alhamdulillah. Ja, und jetzt? Viele denken, wenn ich einen Bart habe, dann bedankt euch bei mir bitte, dass ich einen Bart trage, ja? Weil ich mache, und heute besonders und so weiter, ist sowieso schwierig. Und was ist dann mit dem Umgang mit deinem Vater und deiner Mutter? Wie oft in dieser Woche hat deine Mutter einen Schmerz empfunden durch dich oder dein Vater? Einige wissen gar nicht, wie es ihren Eltern geht. Und der Sheikh Nail Hafizullah hat heute eine Khutba, eine herrliche Khutba gehalten über dieses Thema. Und andere, Umgang mit unseren Geschwistern, mit unseren Brüdern, mit uns, den Muslimen. Wie viele Muslime hassen sich? Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah unsere Herzen einen und die Liebe unter uns stärken. Und das Allerschlimmste, das ist Telbis Iblis, ja, das ist die Tücken, die List des Teufels, dass er dir sagt, hör mal zu, du kriegst noch eine Belohnung, wenn du deine Geschwister hast. Du wirst noch belohnt, du bist auf dem richtigen Weg, sobald du sie hast und verabscheust und schlecht über sie denkst. Daher, liebe Geschwister, erst einmal die Frage, was ist Sunna? Wir reden hier von der Sunna. Was ist die Sunna? Was meinen wir denn mit Sunna? Ja. Das Leben des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sein Werdegang. Afwan? Allah ibarik fiik. Na'am? Sunna fil Lugha at-Tariq. At-Tariq. Also, die Geschwister hatten zum einen gesagt, der Werdegang des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Leben des Propheten alaihi salatu wasallam. Und Jungs, Allah barik fikum. Also, heute und morgen und übermorgen sollten die Tage sein, an denen ihr am meisten das Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aufgesagt habt. Ich habe es noch kein einziges Mal gehört. Was ist denn los? Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Nicht, dass jemand denkt, das ist Bid'a. Ja? Wenn du dem sagst, hast du heute öfters Istighfar gemacht, denkt er, das ist Bid'a. Das ist auch ein Problem, das werden wir inshallah ta'ala auch anschneiden. Wir haben so eine Allergie gegen Bid'a, die natürlich in gewissem Maß nötig ist, aber wir haben es übertrieben. Wir haben es übertrieben, wenn Abu Huraira sagt, ich mache 4000 Mal am Tag Istighfar. Wenn heute jemand zu euch kommt und sagt, ich mache 4000 Mal Istighfar, zu welcher Tariqat gehörst du? Oder nicht? Das muss man sich mal vor Augen halten, dass wir so fern sind von der Sunna, auch der Gefährten, dass wir denken, jede Anstrengung in der Ibadah ist Bid'a. Wenn Uthman ibn Affan den gesamten Koran, radiallahu anhu, in einer Raka'a, nö, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. Subhanallah, das ist überliefert. Wenn er in einer Raka'a den Koran durchgelesen hat, wir lesen ja nicht mal inna a'tainaka al-kawthar nachts, oder nicht? Nicht mal das, nicht mal nun, Allahu Akbar, nicht mal das. Und das ist unser Problem, liebe Geschwister. Wir sind Lichtjahre weit weg, sodass wir keinen normalen Sinn für Sunna haben und für Ibadah haben und für die Anstrengung der Gefährten haben. Also zurück, was ist Sunna? Der Bruder sagte, Sunna sind die Aussagen, Taten und Bestätigungen des Propheten, alaihissalatu wassalam. Und der Bruder, genau, jazakallahu khairan, möge Allah euch mit dem Propheten vereinen, alaihissalatu wassalam. Das macht doch viel mehr Spaß so, oder nicht? Allahumma barik. Auf jeden Fall, und der Bruder sagte, Sunna ist der Weg.
wörtlich. Also beginnen wir mal bei diesem Aspekt. As-Sunnah ist linguistisch, sprachlich gesehen im Arabischen At-Tariqa. Sunnah ist der Weg. Was hat jetzt der Weg jetzt mit der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu tun? Was hat es damit zu tun? Ja? Die Zeit, die man lebt, ist ein Weg. Genau, also wir folgen diesem Weg des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und nur so nebenbei auch über die Segenswünsche. Es gibt Leute, die haben keine Zeit, den Segenswunsch des Propheten alaihi salatu wassalam aufzusagen. Deswegen gehen die sofort in den siebten Gang und sagen sallam. Bitte was? Sallam. Was ist das? Ist das ein Gericht? Was ist das? Sallallahu alaihi wa sallam. Nimm dir die Zeit, subhanallah rabbil azim. Yani nicht mal da. Und dann im selben Moment sag, ich liebe den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Yani nicht mal salat ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ich auch sagen und behaupten, man liebt ihn alaihi salatu wa sallam. As-Sunnah hier at-Tariqa, ist der Weg. So, und jetzt religiös gesehen, also Fachdisziplin, was verstehen die Gelehrten unter Sunna? Eine Definition wurde erwähnt. Ist das die einzige? Was hat er erwähnt, der Bruder? Ja? Seine Taten, seine Aussprüche. Ja, alhamdulillah. Taten? Taten, seine Aussprüche. Aussprüche und? Und Bestätigung. Ist das die Sunna? Ja? Sunna ist auch das, was die rechtschaffenen Khalifen im Nachteil. Was die rechtschaffenen Khalifen, Khulafa also, getan haben, ja? Das Schweigen des Propheten, was wir lesen. Schweigen, eine Form der Bestätigung. Ja. Alayhi salatu wassalam, na'am. Sunna ist auch das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns, sag ich mal, empfohlen hat, von wem wir unser Wissen nehmen können. Zum Beispiel die ersten drei Generationen. Genau, also seine Anweisungen, alayhi salatu wassalam. Ja. Gleichzeitig abgesehen von dem Aspekt, sagt man Sunna auch zu den Heiligen. Sehr schön. Das heißt, Sunna benutzen wir auch als Synonym für was? Andere? Nafila oder? Anderes Wort für Nafila? Mustahab. Genau. Also, Sunna ist unter anderem ein Synonym für Nafila und Mustahab. Was heißt das, Nafila und Mustahab? Er wünscht, Nafila ist etwas Zusätzliches. Nafila bedeutet Zusätzliches. Und Mustahab bedeutet Wünschenswertes. Bei wem? Wer benutzt diesen Begriff so? Also welche Fachdisziplin unter den Islamwissenschaftlern benutzt das? Al-Fuqaha. Die Fiqh-Gelehrten also, die sich mit den islamischen Geboten befassen. Wenn sie sagen, das Wiederholen des Wudu ist Sunnah, was heißt das? Was bedeutet das, ja? Erwünscht. Also, dass du das Wudu wiederholst, natürlich, wenn du schon Wudu hast, also nicht, wenn dein Wudu gebrochen ist, dann musst du es ja wiederholen. Sondern, obwohl du Wudu hast, obwohl du die Reinheit noch hast, wenn du es wiederholst, ist es Sunnah, also ist es Nafila, also ist es Mustahab, also ist es erwünscht. Tayyib, was gibt es noch für Definitionen? Gibt es noch so eine Disziplin in den Islamwissenschaften, die es Sunnah definiert hat? Ja? Was verstehen die Mufassirin unter Sunnah? Das ist teilweise Bestätigung der Ayat oder auch die Gründe, warum. Gründe für die Ayat, okay, ja? Erläuterungen, also Erklärungen, was die Ayat zu leuten haben. Das ist gut. Ein von Tafsir und selbst die Tafsir, aber kommt auch, die beste Tafsir ist auch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und die Sunna ist sozusagen eigentlich auch Tafsir. Gut, aber Tafsir, Al-Mufassir benutzt die Werkzeuge der unterschiedlichen Wissenschaftler. Al-Tafsir ist das Ziel aller Wissenschaften. Du lernst Hadith, also wenn du Mufassir sein möchtest, musst du alles können.
Du musst Hadith-Wissenschaft können, du musst Usul-Fiqh können, du musst Sira kennen, du musst natürlich Arabisch kennen, du musst Fiqh kennen und so weiter und so fort. Und schlussendlich die Essenz ist der Tafsir. Das heißt, wenn die Mufassirin Sunna benutzen, dann benutzen sie gemäß einer dieser Wissenschaften. Verstehst du? Der Mufassir kann die Sunna benutzen als Faqih. Der kann sie, und was bedeutet es dann? Was haben wir gesagt? Zusätzlich. Na, viele, ja. Das zusätzlich. Wenn der Mufassir sagt, kommen wir zum Wudu, das Wiederholen ist Sunna, dann benutzt er es jetzt in welcher Bedeutung? Die Bedeutung von Fuqaha. Ja? Also wir haben die anderen Disziplinen. Was ist als Sunna bei Hadith-Wissenschaftlern? Wie definieren Hadith-Wissenschaftler die Sunna? Ja? Ein Ausspruch. Ausspruch? War es das? Nein. Sondern? Auch Anweisung, also Tat. Tat? Ja? Na, Moment. Grundlage, also, weil ein Hadith ist ja eine Überlieferung und das ist letztendlich. Ja, was ist eine Überlieferung für den Hadith-Wissenschaft? Also, Sunna ist ja für ihn die Überlieferung, aber was ist das, ja? Eine authentische Überlieferung von einem, von dem man annehmen darf oder kann. Ja, aber was? Was ist der Inhalt? Die Bestätigung? Ja, Nachricht über was? Ereignis. Ereignis? Was meinst du mit Ereignis? Getan? Gesagt? Oder erfordert? Bestätigt? War es das? Unterlassen. Ja gut, geduldet, also bestätigt. War es das? Ja gut, die Formen der Bestätigung ist wieder was anderes. Aber gibt es noch eine Sache, die Sunna ist und... Bitte? Gut, das ist dann die Überprüfung der Überlieferung. Ja? Was er unterlassen hat. Was er unterlassen hat. Ich weiß was. Eine praktische Umsetzung des Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Jungs, ihr beim Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam müsst ihr trainieren, ja? Also da, das geht so nicht. Geht so nicht. Ja? Ja, Habib. Vorbildfunktion und Charaktereigenschaften. Also, was hatten wir? Wir hatten Aussage, Tat, Bestätigung, Charakter, gehört ja auch zu Sunna. Oder nicht? Nein. Sonst noch was? Ja? Ibadah. Ibadah ist entweder eine Aussage, entweder eine Tat oder etwas Bestätigtes. Benehmen? Charakter. Benehmen ist Charakter. Adab, yani. Na? Ich habe dich nicht gehört. Ich gehört zum Charakter. Akhlaq? Akhlaq ist Charakter? Für was interessiert sich der Hadith-Wissenschaftler? Gibt es ein Thema, das ihn nicht interessiert, wo er sich sagt, nö, das, damit habe ich nichts zu tun, in Bezug auf den Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wenn es falsch ist, falsch aussagen. Nein, nein, nein. Ganz allgemein, also die Sira. Die Sira gehört auch dazu und noch eine Sache. Etwas, wenn du das lernst, dann wirst du Sehnsucht haben gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nee. Seine Vorliebe? Nein. Sein Aussehen. Wer hat's gesagt? Ich. Sein Aussehen. Sein Aussehen. Al-Hadith-Wissenschaftler definiert die Sunna wie folgt. Al-Sunna ist alles, was überliefert wurde über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, jetzt läuft der Motor. An Aussagen, Taten, Bestätigungen, Charakterzügen, Aussehen und Biografie. Also alles. Es gibt nichts, was mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendetwas zu tun hat, was hier nicht erwähnt wurde. Al-Hadith-Wissenschaftler sammelt alles.
wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegessen hat und wie er geschlafen hat und wie er sich angezogen hat und wie er gegangen ist und wie er geweint hat und wie er gelacht hat und wie er die Hand geschüttelt hat und wie er gerannt ist und wie er und so weiter und alles, einfach nur alles über den Propheten Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Das ist der Hadith-Wissenschaft. Kommen wir zur nächsten Disziplin, und zwar Usulul Fiqh. Also wir hatten jetzt was? Wir hatten Fiqh. Da haben wir gesagt, Synonym für Mustahab, also freiwillig. Dann haben wir gesagt, Muhaddith, der Hadith-Wissenschaftler, der nimmt die ganze Palette. Jetzt Usulul Fiqh. Für, mit was beschäftigt sich der Usul Fiqh-Gelehrte? Ja? Ob jetzt, wenn er das tut, ob der dafür belohnt wird, oder wenn er es nicht tut, ob er dafür bestraft wird. Also was ist dann für ihn die Sunna? Ob halal oder haram? Alles. Ja, aber also nicht, die, nicht das Ergebnis. Was ist es? Ob er dafür belohnt wird oder nicht belohnt wird. Ja, das ist das Resultat. Was, für was wird er belohnt? Für die Pflicht. Oder für die Tat. Für die Tat zum Beispiel, ja? Für die Grundlage. Was für eine Grundlage meinst du? Die Grundlage, auf dem das aufgebaut ist. Das Schul ist ja die Grundlage. Ja gut, aber Usul ist die Grundlage von, also die Hermeneutik, wie man Gebote ableitet. Aber was ist für den Usul al-Fiqh-Gelehrten Sunna? Was versteht er darunter? Ja? Auch das Nicht-Befolgen, also die Tat selber und das Sein-Lassen. Auch das Sein-Lassen, das ist ja inklusive der Tat. Ja? Also der Weg dahin, also wie es dazu kommt. Zum Urteil meinst du? Ja, genau. Ja, aber das hat mit der Sunna jetzt nichts zu tun, sondern das hat mit den Herleitungsmethoden zu tun. Wann ist eine Pflicht Pflicht und wann wird sie nicht Pflicht und so weiter und so fort, ja? Man beschränkt sich eigentlich auf die Rituale, auf die ganzen sozusagen... Was sind das, Rituale? Aus was bestehen Rituale? Ja, die ganzen Angelegenheiten. Handlungen. Handlungen und? Aussagen und? Bestätigungen. So einfach ist das. Der Usul-Fiqh-Gelehrte, der sagt sich, meine Aufgabe ist es, Gebote abzuleiten. Das ist meine Aufgabe. Der Hadith-Wissenschaftler, dessen Aufgabe ist was? Alles über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dokumentieren. Das ist seine Aufgabe. Ist das die Aufgabe von Usul-Fiqh-Gelehrte? Nein. Also sagt er sich, ich leite keine Gebote ab von der Haarlänge des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von der Gangweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von der Unterlage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, worauf er geschlafen hat, davon leite ich keine Gebote. Also befasse ich mich nicht mit diesem Thema. Also gehört das nicht zur Sunna bei dem Usul al-Fiqh-Gelehrten. Sondern woher entnehmen wir Gebote? Entweder hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt oder er hat etwas getan oder andere haben etwas gesagt oder getan und er hat es was? Bestätigt. Er hat es bestätigt. Alayhi salatu wassalam. Also das ist die Sunna bei den Usul al-Fiqh-Gelehrten. Und es ist die Sunna unter anderem, oder das machen wir andersrum, also bei den Usul Fiqh gelernt. Jetzt kommen wir zur Aqidah. Auch die Ulama der Aqidah benutzen das Wort Sunnah. Was bedeutet für die Sunnah? Ja? Die Glaubensinhalte der Prophet sallallahu alaihi wasallam behandelt. Genau, also die Glaubensinhalte. Es ist ein Synonym für Aqidah. Deswegen hat der Imam Ahmad rahimahullah ein Werk geschrieben. Bitte? As-Sunnah. Usul Sunnah oder As-Sunnah. Also, worum geht's? Es geht um die Glaubensinhalte. Also, es Sunna. Wenn ein Aqidah-Wissenschaftler sagt, uns zur Sunna gehört, dass wir an die Engel glauben, also da darf man sich nicht verwundern, sondern er meint, was zur Aqidah gehört, dass wir an die Engel glauben. Das heißt, liebe Geschwister, es Sunna kann eng gesehen werden, definiert werden und kann sehr weit definiert werden. As-Sunnah schlussendlich ist die gesamte Religion. Und deswegen sagen wir kein Islam ohne Sunnah. Also nicht, dass jemand sagt,
kein Islam, ohne dass ich den Wudu wiederhole. Muss ich den Wudu wiederholen? Nein, du hast jetzt Sunna wie definiert, nach den Fuqaha. Aber das meinen wir nicht. Kein Islam ohne Sunna, also kein Islam ohne Islam. Kein Islam ohne das, dieses Komplettpaket. Und darum geht es, liebe Geschwister. Gehören wir zu Ahlus Sunnah? Möge Allah uns recht leiten, zu den Leuten der Sunnah zu gehören. Die Behauptung ist einfach. Das Belegen, das bedarf Anstrengung. Gehört jemand zu Ahlus Sunnah, der lästert? Gehört jemand zu Ahlus Sunnah, der schlecht ist gegenüber seinen Eltern? Gehört jemand zu Ahlus Sunnah, jemand, der vertrauenslos ist und vertrauenswürdig ist? Deswegen, barakallahu fikum, wir dürfen diesen Begriff Ahlus Sunnah, wie wir noch sehen werden, nicht einschränken, nur wenn ich die sieben Bedingungen von La ilaha illallah auswendig gelernt habe, gehöre ich zu Ahlus Sunnah. Das ist ein Aspekt, auch wenn das Lernen, du musst sie verstehen, du musst sie jetzt nicht aufsagen können. Yawmul Qiyamah, liebe Geschwister, wirst du keine einzige theoretische Frage bekommen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Yawmul Qiyamah bekommst du keine einzige theoretische Frage. Selbst die Fragen im Grab beantwortest du wann? Wann beantworten wir die Fragen, wer ist dein Herr, wer ist, was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Ja? Wenn du das in der Dunya umgesetzt hast. Wenn du es aufgeschrieben hast? In die Tat umgesetzt hast. Also selbst diese anscheinend theoretische Frage ist keine theoretische Frage, sondern die Antwort ist was? Nicht auf dem Papier, sondern im Leben. Natürlich, dass man danach lebt. Und das ist wohl die einzige Frage, die gestellt wird nach der Antwort. Aber die Theorie, die ist doch gehört dazu. Ist auch Wechselwirkung zwischen natürlich, Sakallahu Khairan. Du kannst nur dann die Praxis umsetzen, wenn du die Theorie verstanden hast. Aber unser Problem ist was? Wir lernen die Theorie und setzen dann nichts um. Deswegen, dieses müssen wir verstehen und wir müssen dem bewusst werden. Yawm al-Qiyamah werden die Taten gewogen. Menschen werden gewogen. Wie Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn Abu Bakr gewogen würde, würde er schwerer sein als alle anderen dieser Ummah. Und deswegen, darum geht es. Sunnah leben. Sunnah zu leben. Sunnah, liebe Geschwister, ist eine Lebensweise. Sunnah ist nicht nur irgendetwas zu lernen und im Verstand zu speichern, ohne es dann umzusetzen im Leben. Wenn wir Abu Huraira zum Beispiel sehen, wie er die Pilgerfahrt verzögert hat und verzögert hat und verzögert hat. Warum? Warum? Damit er sie perfekt macht? Nein. Weil er mit Hadith beschäftigt war? Nein. Er war nicht bereit? Weil er seine Mutter pflegen musste. Er hat keine Zeit. Da kann du nicht einfach mal so nach Mekka. Und wer kümmert sich um seine Mutter? Und die wohl gewaltigste Geschichte, liebe Geschwister, ist von Uwais al-Qarni. Den Namen dürft ihr nie vergessen. Nie vergessen. Uwais al-Qarni. Er lebte in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam aber nie gesehen.
La haula wa la quwwata illa billah. Was soll ich dann diesen Namen merken? Jemand lebt in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sieht ihn nicht. Warum nicht? Weil er mit seinen Eltern beschäftigt. Mit wem? Mit seiner Mutter, die Blinde. Ja, mit wem? Mutter. Seiner Mutter. Die Blinde. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Gefährten: Es wird zu euch jemand kommen. Und du weißt, Qarni hatte eine Krankheit. Genau, sowohl Lepra, genau. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihn beschrieben und hat gesagt: Es wird eine Zeit kommen, dann wird er euch besuchen. Wenn er zu euch kommt, dann sagt ihm, er soll vor euch Allah bitten. Er soll Dua. Für wen? Für die Sahaba, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt haben. Und dann kam er in der Zeit von Umar radiallahu anh, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist und Abu Bakr radiallahu anh gestorben ist. Erst dann, nachdem seine Mutter gestorben ist, erst dann konnte er nach Medina, weil er lebte im Irak. Erst dann konnte er nach Medina und dann hat Umar ibn Khattab ihn gefragt, hast du diese Krankheit, bist du aus dem Irak und so weiter und so fort. Dann hat Umar, kennt ihr Umar, radiallahu anh, Al-Shaytan nimmt einen anderen Weg, wenn er weiß, Umar ibn Khattab ist auf dem Weg. Und Umar radiallahu anh sagt, würdest du bitte ein Dua für mich machen? Dieser Mann hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nie gesehen. Also jedenfalls nicht mit seinen eigenen Augen. Wer von uns, liebe Geschwister, lebt die Sunna? Wer von uns lebt sie? Yarhamkumullah. Keiner kann das behaupten. Zumindest sollten wir versuchen oder dabei sein, dass wir die Sunna schrittweise umsetzen. Wie gesagt, vollkommen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die menschliche Vollkommenheit, natürlich die absolute Vollkommenheit gebührt nur wem? Allah jalla jalalu. Aber die menschliche Vollkommenheit, die erlangt nur unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er ist der beste Mensch sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und heute ist Freitag, liebe Geschwister, heute war Freitag, bis vor kurzem. Wie oft hast du die Segenswünsche aufgesagt? Freitag. Sag mir jetzt nicht 10 Mal beim Dhikr Sabah ul Masa. Mal eine kurze Frage. Es geht jetzt nicht um Riya oder so, ja? Wir sind unter uns. Heutzutage mit Facebook und was es alles gibt. Da sind wir überall. Wer hat heute sehr oft die Segenswünsche aufgesagt auf unseren geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam? Also jetzt nicht denken, nee, ich darf nicht, es ist Ikhlas. Ja. Animiere die Leute. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh, als er mit dem Geld kam, kam er vor alle Leuten. Der hat nicht gesagt, ja Rasulullah, könntest du bitte kurz mal, und hat ihm gegeben. Sondern er kam vor allen Leuten. Warum? Um zu animieren, zu motivieren. Also motiviert uns. Ja, warte. Das ist die Frage, was ist viel? Nach welchem Maßstab? Wenn wir 4000 Mal das gemacht haben, ist umgesetzt. Haben, ist der Gefahr, war das? Abu Huraira? Ich kenne sogar 12.000 über die. Ja, na'am, jazakallahu khair. Wenn man das vielleicht 12.000 Mal macht, hat man Sahaba nachgeahmt. Barakallahu khair. Dann ist man wenigstens Sahaba. Möge Allah uns vergeben. Liebe Geschwister, eines der wichtigsten Ziele auch hier jetzt, wenn wir zusammen sind, ist, dass wir die Hochmut loswerden. Das ist, weil leider ist das sehr oft so, wenn ich einen Bart trage, ich habe einen Bart. Ja? Ja, euer Iman, der ist noch im Keller, ja? Ihr nicht Barttragenden und so. Und das, ist das Sunna? Ja, aber wir müssen doch aufrufen zur Sunna, aber doch nicht mit Hochmut. Also hast du verstanden, dass Al-Amr bil-Ma'ruf und Nahy al-Munkar das Gute gebieten, Schlechte verbieten und dass die Da'wah angeben heißt, hochmütig sein heißt, dass du denkst, du seist besser als der andere
Und das ist ein Fehler, darauf werden wir inshallah auch näher eingehen, warum viele diesen Hochmut haben im Umgang mit den anderen, weil sie zufrieden sind mit sich. Und wer zufrieden ist mit sich selbst, der hat verloren. Denn sein Imam ist dann wer? Shaitan. Natürlich. Das ist der, was heißt Imam? Imam heißt nicht immer Vorbeter, sondern Imam heißt Vorbild auch. Führer. Ja, oder Führer. Sein Vorbild ist Shaitan, weil er war der Erste, der zufrieden war mit sich selbst und dachte, er wäre es. Also, wenn wir über As-Sunnah reden, wollen wir As-Sunnah als Ganzes, also als Synonym für unsere Religion, den Islam, verstehen. As-Sunnah, liebe Geschwister, basiert natürlich auf, wie wir schon gehört haben, auf die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, sollen wir umsetzen. Die Frage ist, was ist der Beleg? Warum sollen wir dem Propheten überhaupt folgen? Reicht das nicht, wenn wir den Koran umsetzen? Ja? Allah Ta'ala sagt im Koran, folgt mir und folgt dem Gesandten. Barakallahu fi. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Das heißt, und folgt mir und folgt dem Gesandten. Und besonders an dieser Ayah ist, dass Allah das Verb folgen wiederholt hat. Und dann nicht. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul und was? Wa ati'u ulil amri minkum? Nee, sondern wa ulil amri minkum. Warum? Ja? Weil wir Rasulullah. Habt ihr nicht gehört, hat Rasulullah gesagt? Sallallahu alaihi wasallam. Blind folgen, also zum Beispiel, es gibt auch eine Geschichte mit dem Feuer, glaube ich, wo er einmal war. Und dann waren dann Leute und dann hat er gesagt, ich weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall war Rasulullah blind folgen, egal was ist. Aber halt bei dem Emir oder bei dem Khalif zum Beispiel. Ja, genau. Wenn man dann nach Koran und Sunnah gucken, was ist richtig. Und Allah sagt dann im Koran, wenn ihr wollt, dass ich euch liebe, dann folgt ihr Rasul, dann werdet ihr Allah. Und Jazakallah auch ein sehr schönes Beispiel. Der Bruder sagt, als Ar-Rasul einen bei einer Schlacht als Führer ernannt hat, hat dieser den Leuten gesagt, hört mal zu, ich mache euch jetzt ein Feuer und werft euch da rein. Warum? Ich bin euer Emir. Weil einige denken, wenn sie Verantwortung tragen, ob als Ehemann, ob als Vater, ob als Lehrer, irgendwelche Verantwortung unter mir sind Leute, dann denke ich, ich kann mit denen machen, was ich will. Ulil amri minkum. Ja, aber dieses wa ulil amri minkum ist gekoppelt an was? Allah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagte ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wären sie rein ins Feuer, dann würden sie am Ende wo sein? Jahannam möge Allah uns davor bewahren. Warum? Ja, weil Allah und der Gesandte alaihi salatu wasallam haben es verboten. Dass man, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, die Befolgung ist nur im Guten. Ja, also im Richtigen. Also. Was gibt es noch für Belege? Also, das ist eine Ayah, die besagt, wir sollen dem Propheten alaihi salatu wasallam folgen. Na. Ich habe euch in den Gesandten Allahs ein schönes Vorbild gegeben. Ey, mashallah, barakallahu fiik. Das heißt, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ist ein Vorbild und ein Vorbild. Was machen wir mit Vorbildern? Nachmachen. Natürlich nachahmen. Genau. Noch? Allah sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, dann wird Allah auch euch lieben. Na, liebe Geschwister, diese Ayah. Diese Ayah ist, nennen die Ulama, die Prüfung. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt in seinem Tafsir, diese Ayah besagt oder erklärt die Lüge der Menschen. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Sag, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Das heißt, damit wir die Liebe Allahs erlangen,
O Allah, wir bitten dich, dass du uns liebst. Und dass du uns verhilfst zu allen Taten, die du liebst. Und das alles, was du uns gegeben hast, was wir lieben, dass wir es umsetzen in dem, was du liebst. Das heißt, liebe Geschwister, wir folgen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und damit liebt uns Allah. Wer hat, liebe Geschwister, Sehnsucht nach der Liebe Allahs? Aber ich meine jetzt nicht, wer vor 6 Monaten daran gedacht hat, sondern wer hat denn heute an diese Liebe gedacht? Jetzt nicht nur an Allah, und wir waren ja in der Moschee, hat jemand heute gesagt, ja, liebst du mich? Also hat jemand das mal gedacht heute? Hat jemand Sehnsucht? Ja? Möge Allah dich lieben und uns auch. Kann jemand, sagen wir mal, die frisch Verheirateten, wie viele von euch sind nicht verheiratet? Möge Allah euch rechtschaffene Frauen geben und die unseren Schwestern rechtschaffene Männer. Das heißt, Frau, gibt es noch als frisch verheiratet? Das Thema behandeln wir nach. Auf jeden Fall. Oder auch nicht. Auf jeden Fall, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei der Liebe. Allahumma suchna hubbak. Oh Allah, gib uns deine Liebe. Es geht darum, liebe Geschwister, habe ich Sehnsucht nach Allah? Sag, wenn ihr Allah liebt. Wenn ihr Allah liebt. Aber nicht jeder, der sagt, ich liebe Allah, liebt Allah. Ich sagte das Beispiel, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Und zwar, wenn jemand frisch verheiratet ist, weil uns interessiert natürlich nicht das unislamische Liebe, ja? Sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Wenn du verheiratet hast, dann kannst du gerne die Blume nehmen und dann sie liebt mich nicht. Vorher geht das nicht bei uns, oder nicht? Ja? Oder willst du mit mir gehen oder so? Nach der Ehe kannst du das gerne machen, aber nicht vorher. Sahih oder la? So, und dann fragst du dich, wenn du sie liebst, ich will auch gerne, dass sie mich liebt. Sahih oder la? Oder auch jetzt mal abgesehen von der Liebe in der Ehe, möge Allah subhanahu wa ta'ala die Eheleute sich gegenseitig lieben lassen und die Liebe stärken. Wir müssen unsere Ehen beschützen, liebe Geschwister. Ja, wir müssen unsere Ehen beschützen. Und eins, wenn wir schon über Sunna reden, wenn beide sich den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen, wenn sich beide vorstellen, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wäre der Schlichter. Wer würde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, nee, mach ich nicht. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu dir kommen würde, sag mir mal zu, da hat deine Ehefrau, okay, jetzt hat sie mal einen Fehler gemacht. Oder zu der Schwester, da hat dein Ehemann hat jetzt mal einen Fehler gemacht. Das macht aber schon zum tausendsten Mal. Ihr habt Kinder, wollt ihr die auf die Straße bringen? Ihr müsst doch die Kinder erziehen. Wer von euch würde sagen, Rasulullah, also bitte, ja, das ist meine Ehe und möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Deswegen, wenn beide Eheleute den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nehmen würden, dann würden nicht, also nicht, dass es dann keine Konflikte mehr gibt. Konflikte gibt es immer. Wir sind ja Menschen. Aber dann können wir mit Konflikten umgehen. Aber wenn es Shaitan mit uns spielt, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Wenn diese Liebe zwischen Eheleuten ist oder stell dir vor, dein Vater ist sauer auf dich. Möge Allah uns zu denjenigen zählen, die gut mit ihren Eltern umgehen. Möge Allah unsere Eltern segnen. Wenn dein Vater sauer ist auf dich oder deine Mutter, kannst du dann noch schlafen? Stell dir mal vor, du stirbst in dem Moment. Stell dir mal vor, du stirbst in dem Moment. Das heißt, du fragst, ich liebe mich mein Vater jetzt nicht mehr. Das ist dein Vater. Wie sehr sollten wir dann uns mit diesem Thema beschäftigen, wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala geht? Wenn ihr Allah liebt, was sollen wir tun? So folgt mir. Wem? Dem Propheten sallallahu alaihi wasallam.
dann liebt euch Allah. Und hier denke ich, können wir jetzt Schluss machen, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, um dann hier weiterzuführen. Wenn wir noch leben, sollten wir dann nicht mehr leben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen schönsten Namen und seinen erhabensten Eigenschaften, dass er uns die Liebe unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam schenkt und die Liebe Allahs schenkt. O Allah, wir bitten dich, dass du uns vereinst mit unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam in den höchsten Stufen des Paradieses. O Allah, vergib uns alle Sünden und vermehre unsere guten Taten und nehme sie von uns an. O Allah, vergib unseren Eltern und lass sie uns auch begleiten mit dem Propheten alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.